Willkommen bei Welt. Etwa 500.000 Corona-Infektionen weltweit. Deutlich mehr als 20.000 sind an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Und auch bei uns in Deutschland registriert das RKI täglich mehr Erkrankte. 41.000 sind es aktuell. Von Entwarnung somit keine Spur. Während Politik und Wissenschaft sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll, fragen sich die Bürger, wann werden die Einschränkungen im öffentlichen und persönlichen Bereich gelockert? Alina Quast. Auch hier kommt jetzt keiner mehr rein. 8 Kilometer vor Jessen in Sachsen-Anhalt wird jeder Autofahrer, der hier nicht wohnt, abgewiesen. 2 Ortsteile unter Quarantäne, Ausgangssperre. Äußerst komplizierte Situation, Lena Mosel vor dem Kanzleramt. Ein Gesundheitsminister, der sagt, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Bürger, die darauf warten, endlich wieder in die Normalität zurückkehren zu können, zu dürfen. Ja, absolut. Es ist ein Balanceakt und die Forderungen, dass man zumindest einen Fahrplan hier mal aufstellt, die werden immer lauter aus der Bevölkerung, aber eben auch aus der Politik, aus der Union, aus der Opposition, wo man zum einen an die Wirtschaft erinnert und sagt, das kann man eben nicht Ewigkeiten aufrechterhalten, diesen öffentlichen Stillstand. Das wird sich nicht mehr kompensieren lassen, wenn wir das über Ostern hinausgehen lassen, sagt etwa Carsten Linnemann von der Union. Aber es geht natürlich auch darum, wie viel kann man den Menschen abverlangen. Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja gesagt, bis Ostern will er ein Konzept erarbeiten, dass man dann zumindest sagen kann, wie es weitergehen soll. Der Hit von Gary and the Pacemakers ist schon lange eines der beliebtesten musikalischen Zeichen der Solidarität. Die Europa-Hymne gehört zu den Solidaritätsklassikern und schallt derzeit immer wieder aus Fenstern und Gärten. Herrlich. Und wir könnten ewig so weitermachen, denn Musik und Humor tun eben einfach gut, besonders in schweren Zeiten. Mit der Schlussauktion hat der DAX noch mal Anlauf genommen und den Handel über der 10.000-Punkte-Marke beendet. Viola Grebe von der Aktionär TV in Frankfurt fasst den Börsentag zusammen. Auch am Donnerstag hat es der DAX ziemlich spannend gemacht. Erst war er schwach in den neuen Handelstag gestartet, aber in den Vortagen war es ja auch ziemlich gut gelaufen. Hat man sich also gar nicht so gewundert. Dann haben wir auf die US-Jobdaten gewartet, also in Form der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und die Lage am Arbeitsmarkt in den USA sieht eigentlich ziemlich desaströs aus. Insofern sollte man eigentlich meinen, dass die Wall Street da verschnupft reagiert. Das Gegenteil war aber der Fall, denn unter anderem die US-Notenbank, also der Notenbankchef Jerome Powell, hat sich zu Wort gemeldet nach dem Motto, der Notenbank geht die Munition noch nicht aus und auch die G20-Staaten wollen zusammen gegen die Corona-Krise eben vorgehen, also gegen die Folgen natürlich auch vor allem. Ja, und all das hat den Optimismus an der Wall Street eher beflügelt. Der Dow ist richtig angesprungen und hat uns dann auch angeschubst. Am Ende des Tages der DAX bei 10.000 und einem Zähler knapp aus dem Handel gegangen, ein Plus von 1,3%. Da konnten einige Aktien wieder Boden gut machen, MTU zum Beispiel, aber auch Heidelberg Zement, SAP, außerdem die Deutsche Börse und E.ON. Gefragt. Bei E.ON gab es noch einen positiven Analystenkommentar obendrauf. Nicht so gefragt am Ende des Tages Wirecard, die Deutsche Bank, VW, Vonovia und die Daimler-Papiere. www.welt.de, Nachrichten rund um die Uhr. Bleiben Sie dabei. Deutschland kämpft gegen die Corona-Krise. Na, wir schauen zu Lena Mosel, zugeschaltet vom Robert-Koch-Institut. Alle Entwicklungen. Völlig klar ist, dass die Zahlen der Infizierten weiter ansteigen werden. Alle Hintergründe. Soziale Isolation, das ist wirklich die effektivste Methode. Live auf Welt.